Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. Hallo liebe Küchengemeinde, heute am Samstag, den 22. April 2023, wird es nostalgisch, denn heute machen wir ein Essen, was ich schon viele, viele Jahre nicht mehr gegessen habe, aus gesundheitlichen Gründen auch nicht allzu oft essen sollte, denn wir machen uns heute einen wunderschönen Erbseneintopf, so wie ihn die Bundeswehr am besten macht. Keiner kann besser Erbseneintopf machen als Bundeswehr, weil die natürlich auch in sehr großen Mengen diesen Erbseneintopf machen. Ich zeige euch, was wir dazu alles brauchen. Wir brauchen dazu natürlich erstmal unsere Erbsen. Die habe ich gestern Vormittag schon in Wasser eingelegt, weil das sind nicht geschälte Erbsen. In unserem Supermarkt gibt es leider keine geschälten. Deswegen muss man diese mindestens 24 Stunden etwa wässern. Und wie ich die rein habe, war gerade mal der Boden bedeckt mit denen. Und dann muss man ungefähr 3 bis 4 Mal so viel Wasser reingeben, als die Menge dieser Erbsen ist. Und ihr seht, wie die jetzt aufgegangen sind. Dann brauchen wir noch etwas Sellerie, Karotten, Zwiebeln. Da hinten haben wir noch eine Kartoffel, die kommt aber später rein. Wir brauchen Brühe und wir nehmen jetzt erstmal unser Wammerl hier, unseren Bauch, und den Zwiebeln, die rösten wir jetzt erstmal an. Und dazu geben wir einen Spritzer Öl in den Topf. Wir machen das Ganze heute übrigens auch im Schnellkochtopf. Denn wenn Sie die Erbsen in einem normalen Topf machen, diesen Erbseneintopf, brauchen Sie etwa, zumindest wenn man dem Internet glauben darf, etwa 3 Stunden Zeit. Und hier mit dem Schnellkochtopf halbe, dreiviertel Stunde vielleicht. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe noch nie in meinem Leben einen Erbseneintopf gemacht. Deswegen wird es jetzt auch für mich sehr spannend, was dabei rauskommt. Eins ist sicher, die Speisenreihenfolge. Ich habe ja den Erbseneintopf auch in meinem Kochbuch drin stehen. Dieses Rezept habe ich aus dem Internet kopiert und werde das jetzt dann entsprechend anpassen. Jetzt geben wir auf jeden Fall schon mal einen Speck rein. Temperatur drin haben dafür und geben die Zwiebeln wieder her. Und rösten die jetzt hier schön an. Hier mit der Kamera, denn hier kann ich sie noch stellen. Und wenn ich zu weit reingehe damit, dann läuft auch die Linse an.
Zwiebeln und dem Speck geben wir jetzt noch eine halbe Minute Zeit. Und dann schicken wir das auf Tauchgang. Die Bundeswehr wusste schon, warum sie diese Eintöpfe gemacht hat. Denn wenn sie wirklich draußen im Feld sind und bei einer Übung und auch von mir aus im Winter, wenn es kalt ist, dann sind sie sehr, sehr froh, wenn sie so ein Gericht dann quasi aus ihrem Blechnapf essen können. Denn das ist ein sehr leckeres Essen und es sättigt natürlich auch sehr, sehr gut. Jetzt geben wir einfach unsere Erbsen in Wasser wieder rein. Und geben unser restliches Gemüse gleich hinterher. Kartoffeln tue ich ja später rein, weil die sonst unter Umständen da unten am Boden anliegen und das wollen wir vermeiden. Wenn wir also jetzt in den Topf reinschauen, dann sehen wir, jetzt ist das ganze Gemüse und die Erbsen drin, aber hier fehlt eindeutig noch Wasser. Jetzt einen ganzen Liter rein. Und jetzt geben wir wie immer von unserer Brühe dazu. Wir haben jetzt da 2 Liter, 3 Liter Wasser drinnen und ja, da kann man schon ganz schön etwas reintun an Brühe. Allerdings müssen wir, darf man nicht vergessen, wir haben ja auch einen Speck drinnen und der hat auch reichlich Salz. Wenn dieses Gericht fertig ist, geben wir natürlich noch ausreichend Wiener in den Topf. Und ja, jetzt lassen wir das mal so eine halbe Stunde da drinnen, wo sich hinköcheln. So, wir machen jetzt weiter mit unserem Erbseneintopf. Ich habe jetzt den Erbseneintopf in einen anderen Topf reingegeben, denn wie gesagt, ich habe auch noch nie eine gemacht, den Schnellkochtopf, und ja, er ist unten leicht angelegen, Gott sei Dank nicht so, dass man das jetzt schmecken würde, aber ich habe das Gott sei Dank noch rechtzeitig vom Herd bekommen. Sind halt ein paar Erbsen jetzt am Boden und bevor dieser Geschmack übergeht, habe ich mir gedacht, nimmst jetzt einfach einen anderen Topf. Die Erbsen sind interessanterweise schon sehr weit. Und jetzt geben wir noch die Kartoffeln und unseren Lauch dazu. Und ihr seht hier auch bereits die Wiener liegen. Schön rein in unseren Eintopf. Der Lauch braucht nicht ganz so lang, die Kartoffeln vielleicht 15 Minuten. So lange lassen wir das jetzt noch drinnen. Was wir jetzt aber noch reingeben, ist unser Majoran.
braucht man auch nicht damit sparen. Und schönen frischen gemahlenen schwarzen Pfeffer. Dann habe ich das schon mal ein bisschen abgeschmeckt. Hier fehlt also noch ein bisschen von unserer Brühe. Und ich nehme jetzt noch einen Esslöffel voll. Perfekt. Genau so muss ein Erbseneintopf schmecken. Jetzt lassen wir das hier auch noch 15 Minuten, bis die Kartoffeln da drinnen weich sind. Und dann tun wir zum Schluss die Wiener rein und dann können wir essen. So, unser Eintopf ist jetzt eigentlich fertig. Man muss bei diesem Erbseneintopf immer ziemlich aufpassen, dass die Erbsen dann am Boden nicht anliegen, egal welchen Topf das Sie verwenden. Niedrige Hitze und permanentes Umrühren, sonst liegt Ihnen nämlich das Ganze am Boden an. Das wollen wir ja nicht. Jetzt gehen wir zum krönenden Abschluss noch. Eine gesunde Handvoll oder zwei oder drei Würstchen rein. Und die lassen wir jetzt ebenfalls heiß werden da drinnen. Ich habe den Topf jetzt schon auf Runde, auf 1 gestellt. Und ja, so in 1 bis 2 Minuten können wir dann servieren. Ja, und so sieht dann ein Erbseneintopf auf dem Tisch auf und aus. Und dieses Gericht ist nicht umsonst ein Eintopf. Deswegen haben wir da hinten auch nur einen Topf stehen. Und so sieht das Bild dann in der Einzelperspektive aus. Guten Appetit!